Hallo Leute, ich habe heute ein bisschen anderes Video für euch. Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, sind meine Haare seit einigen Wochen noch ein Ticken heller, wie sie waren. Und zwar wollte ich mit meinen Haaren ein bestimmtes Ergebnis erzielen, welches jetzt nicht ganz so rausgekommen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Und weil ich ehrlich gesagt nicht der Typ dafür bin, sich ständig den Blondton neu einzufärben oder Directions zu benutzen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze wieder braun zu machen, weil sie total kaputt sind und ich finde, ich sehe nicht aus wie ich mit diesen blonden Haaren. Passt einfach nicht so zu mir. Von daher machen wir das jetzt heute. Mir persönlich hat auf YouTube ein Video gefehlt, wo jemand das live macht und zeigt, ob es funktioniert oder nicht, weil es ja sehr heikel ist, blondierte Haare braun zu färben, ohne einen Grünstich in die Haare zu kriegen. Ich versuche heute das Ganze gleichmäßig hinzubekommen. Ich habe mich natürlich vorher informiert und die beste Variante, Haare, die blond sind, braun zu kriegen und sie nicht grün zu machen, sei anscheinend einen Rotton auf die Blondierung zu packen und dann einen Braunton drüber. Es gab sogar jemanden, der Ketchup empfohlen hat, falls ein Grünstich auftaucht. Fand ich ziemlich kreativ. Das werden wir heute hoffentlich nicht brauchen. Ich habe mich dazu entschieden, die Country Colors von Schwarzkopf zu benutzen. Das sind Intensivtönungen, die ich vorher schon öfter benutzt habe und immer sehr zufrieden mit dem Farbergebnis war. Hier haben wir den Rotton, den ich erst einmal kurz einwirken lassen werde. Das ist der 58 Grand Canyon Granatrot. Und anschließend werde ich ein Schwarzbraun, Arabia Schwarzbraun in der Nummer 80 von der gleichen Marke auftragen und hoffen, dass es schön aussieht. Ich weiß natürlich, oder mir ist auch bewusst, dass das Braun höchstwahrscheinlich an meinen blonden Enden einfach heller aussehen wird, aber mir ist alles recht, solange dieser krasse, harte Cut von dunkel nach hell verschwindet, weil mich das einfach, weil mich das einfach stört. Ich kann mich so nicht mehr sehen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ins Bad und mache meine Haare feucht, mix die Sachen an und komme dann wieder und trage das ganze Zeug auf. Exciting, drückt mir die Daumen, dass es klappt. Eigentlich brauche ich den Rotton ja nur auf die Strähnen zu machen. Oh je, das wird jetzt tricky, glaube ich. Ah, wünscht mir Glück. Braunton und dann schauen wir mal, wie es herauskommt. Im Moment bin ich ganz zufrieden. Ich dachte schon, die Seite wird wesentlich dunkler als die linke, weil ich das ja nicht zeitgleich aufgetragen habe, aber das ist eine krasse Farbe, oder? Jo. Okay, Leute, das Ding ist drauf. Ich habe versucht, alles so gut wie möglich in die Farbe zu hüllen. Also ich habe jede einzelne Strähne genommen und geguckt, dass wirklich alles voll ist mit Farbe, damit ich nachher nicht ein fleckiges, rotes, komisches, braunes etwas habe. Ich hoffe sehr, dass es klappt. Und ich werde euch morgen dann das fertige Ergebnis zeigen, weil die Sonne gerade untergeht.
Und ich denke mal, ihr werdet das heute nicht mehr richtig zu sehen kriegen, genauso wenig wie ich. Und ich bin aber schon ultra gespannt. Und ich mache übrigens immer so eine Folie drauf, weil dann komme ich nirgends ran mit der Farbe. Ich bin so gespannt. Bis gleich. Ich bin wieder dunkel, ja. Also ich bin sehr zufrieden dafür, dass mich das Ganze 6 Euro gekostet hat und eine Stunde Arbeit und meine Haare sich jetzt viel besser anfühlen als vorher. Sie sind noch ziemlich fleckig, aber ich habe eigentlich schon erwartet, dass es nicht so krass überdeckt. Ich meine, das war ja jetzt so hell auf so dunkel und dann war ich mir noch nicht sicher, ob das überhaupt klappt, wenn man 2 Tönungen nacheinander macht. Ob das Haar das dann überhaupt gescheit aufnimmt. Aber ich werde einfach die Tage nochmal mit dem Dunkel drüber gehen und das dann halt nur ab hier drauf machen und schön lange einwirken lassen. Und ich denke mal, so mit der Zeit wird das auch gleichmäßig werden. Und so bin ich jetzt schon viel mehr zufrieden als mit dem harten Cut von dunkel nach hell. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie euch mein Video gefallen hat, ob es euch geholfen hat und was für Geschichten euch schon passiert sind mit dem Haarefärben, weil da gibt es unzählige ganz bestimmt. Falls ihr auch irgendwelche Tipps habt oder Tipps für mich jetzt, wie ich weiter fortfahren könnte, immer her damit. Ich freue mich sehr über eure Reaktionen. Dann abonniert meinen Kanal, damit wir uns nicht mehr aus den Augen verlieren und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video von mir. Kuss und Schluss, eure Lea. Oh, ich bin wahrscheinlich, wenn das hier online kommt, in Los Angeles. Ja, also erwartet coole Vlogs aus LA. Peace out. Und die dunkelhaarige Lea, the oldie.